Hallo und grüß euch bei daheim im Garten. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist ein bisschen spätsommerlich jetzt da. Eine super Zeit zur Samenernte bei unseren heimischen Wildpflanzen. Ich mache mit euch eine kleine Runde durch unseren Garten. Ich schaue, was könnte man schon ernten. Und vor allem, was für uns natürlich so interessant ist, wie sah man es dann auch an. Dann gibt es einen schönen spätsommerlichen Dekotipp von der Kose. Und zu guter Letzt zeige ich euch meine Raubtiere im Garten. Ich finde, eine unserer schönsten heimischen Pflanzen ist der große Wiesenknopf. Es ist zwar jetzt um die Zeit, hat man ja fast die Qual der Wahl. Das ist ja das Schöne, weil ganz viele unserer heimischen Wiesenblumen werden jetzt von der Samenreife her so, dass man es ernten kann. Aber der Wiesenknopf ist halt auch optisch ein richtiges Erlebnis. Und gleich ein Tipp von mir, probiert es denn in der Vase, ist eine super Pflanze in der Vase. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, wo die Wiesenknöpfe bei mir im Garten stehen. Es ist ja immer eine spannende Frage, wann sollte man überhaupt den Samen ernten? Wenn sie reif sind. So einfach ist es. Aber so einfach ist es da wieder nicht. Weil, wenn man ein bisschen zu lang wartet, ist es oft so, dass nichts mehr da ist. Dann ist schon alles ausgefallen. Ist auch nicht schlecht, dann liegt es wenigstens am Boden und keimt vielleicht da. Aber man muss, so als Faustregel kann man sagen, du kannst schon ernten, wenn er noch nicht ganz reif ist. Und dann, wenn er reif wird, muss man oft schnell sein, weil sonst fallen sie aus. Jetzt schauen wir beim Wiesenknopf, wie es ausschaut, ob überhaupt noch ein Samen drinnen ist. Ich nehme mir jetzt da einfach diese Knopferl runter vom Wiesenknopf, deswegen heißt er ja Wiesenknopf. Und sie zerfallen noch nicht beim Oberernten. Wenn sie schon richtig zerfallen, dann ist es tatsächlich oft so, dass der Same schon ausgefallen ist. Dann sieht man den nicht. Der Wiesenknopf war einmal eine Pflanze, die hast wirklich sehr, sehr häufig und sehr viel gesehen. Ist ziemlich verschwunden, irgendwie aus unserem Landschaftsbild. Kennt er kaum mehr, witzigerweise. Obwohl er da auch bei uns ist, er ja heimisch. Und der Wiesenknopf ist eine Top-Insektenpflanze. Man sieht es ihm vielleicht gar nicht so an, weil die Blüten irgendwie nicht so vielleicht knallig groß sind. Es sind halt so kleine Knäpferl aus zusammengesetzten, ganz kleinen Einzelblüten. Aber ich glaube, knappe 30 verschiedene Wildbienen holen Pollen und Nektar am Wiesenknopf. Und es ist eine sehr wichtige Schmetterlingspflanze. Und zwar musst du dir das so vorstellen, die Schmetterlinge kommen, legen die Eier drauf und dann fressen die Raupen sozusagen am Wiesenknopf. Teilweise an den Blättern, aber auch an den Blüten. Bläulinge, werdet ihr vielleicht kennen, das sind so liebe kleine blaue Schmetterlinge. Da gibt es einige, die wirklich diesen Wiesenknopf brauchen. Wenn der Wiesenknopf nicht da ist, dann gibt es auch die Bläulinge nicht. Ich gebe euch immer den Tipp natürlich, wenn ihr es dann seht, okay, da sind Samen drinnen, da hat es gleich eine gewisse Menge, dass sie das auszahlt. Aber lasst es natürlich genügend oben an die Pflanzen, dass sie sich auch selbst aussehen können. Auch im eigenen Garten finde ich es immer gut, wenn das selbst auch sie dann wieder vermehren kann. Und dann schauen wir mal da, allein durchs Einerschmeißen sehe ich jetzt schon, ah, okay, da, das sind die eigentlichen Samen, die aus diesen Knopfern da dann rauskugeln. Also so relativ groß, was werden die haben? 1 bis 2 mm im Durchmesser und nach dem müssen wir Ausschau halten. Also dem müssen wir dann da außerarbeiten und je nachdem, wie viel Arbeit dass man sich da machen will, kann man ja die ganzen Knäpferl noch einmal zerreiben und dann schauen, dass die Samen selber rausfallen. Es ist oft so natürlich, man kommt dann vielleicht nicht gleich dazu, dass man es aussaht oder bei manchen ist es überhaupt vielleicht auch geschickter, wenn ich es erst im Winter oder nächstes Jahr aussah, dann müsst ihr es lagern. Und es ist auch so, manche, so wie der Wiesenknopf, das geht, der ist ja ganz nett zum Brocken, aber man kann es natürlich auch anders machen, indem man die Pflanzen büschelweise brockt und dann müsst ihr es aber in irgendeiner Form lagern. Und der größte Fehler wäre, wenn ihr es zum Beispiel in ein Plastiksackerl gibt, weil da schwitzen und schimmeln. Also es müsstet ihr es alle in irgendein Papiersackerl eingeben, dann könnt ihr es auch wo aufhängen. Dann passiert dem Samen nichts, dann fängt er nicht zum Schimmeln an. Und dann habt ihr den Stress nicht, dass ihr vielleicht kleinen Samen aussuchen müsst. Das könnt ihr nachher später einmal in einer gemütlichen Winterstunde auch machen. So, dann hat man gleich mal einen schönen Büschel und je nachdem, wenn das noch eine gewisse Feuchtigkeit hat,
hat, dann ist es nicht schlecht, vielleicht auch ein paar Tage noch wo auflegen, dass es einfach trocknet. Oft fallen die Samen dann einfach selber aus. Und sonst eben gebt es in so Papiersackerln rein und hängt es so auf. Wichtig ist, der Same braucht kühl, also er darf nicht heiß gelagert werden. Kühl ist ganz wichtig und trocken. Dann kann man zum Teil jahrelang lagern, ohne dass einem was passiert. Jetzt schauen wir da mal, was da los ist. Jetzt tun wir mal ein bisschen Rübin und ein paar Samen sehe ich schon. Warte mal, jetzt hole ich da mal raus, weil am Anfang sollte man immer schauen, okay, was ist tatsächlich der Same. In dem Fall ist es nicht so schwer, weil es relativ groß sind. Tun wir mal ein paar da raus, dass man die sieht. So, also wir wissen, das suchen wir. So schauen die aus. Das sind die Samen. Eigentlich relativ groß. Schöne große Samenklumpen. Wenn Sie es wirklich öfters Samen sammeln wollt oder das einfach gern tat als Hobby, weil es euch taugt, oder im eigenen Garten einfach sehr viel da ist und ihr das probieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, weil es sonst einfach sehr lang brauchst. Du kannst natürlich die ja händisch rausklauen, diese ganzen kleinen Samen. Aber wenn es euch ein paar verschiedene so Siebsätze kauft. Ich glaube, dass das ein Möhsieb ist. Und da gibt es dann Siebe auch in verschiedene Siebgrößen. Das ist ganz ein feines zum Beispiel. Das ist ein ganz ein grobes. Und das ist so ein mittleres. Und dann kennt ihr nämlich dieses ganze Gerübe, das man da hat, dieses Zerriebene. Das darfst du dann probieren, bei welchem Sieb der Same durchfällt. Und das feinere Material, das leichtere, bleibt dann zurück. Und so könnt ihr eigentlich die Samen aussortieren. Es ist ein bisschen eine Erfahrungssache, weil jeder Same ganz anders funktioniert. Aber wenn man das ein paar Mal da hat, ich finde das ganz eine lässige Arbeit irgendwie. Tue ich ja gerne im Winter, wenn ich Zeit habe, dann tue ich halt so meine Samensackeln wiederholen. Die habe ich im Keller, weil da ist kühl und trocken. Und dann sortiere ich die einfach durch. Und dann hole ich den Samen und den tue ich dann im Winter oder im Frühling aushauen. Schauen wir mal, was da durchfliegt. Aha, das war nicht so schlecht, ja. Zwar ist umgekehrt das rausgekommen, was ich erhofft habe. Der Same ist oben liegen geblieben und unten ist das Feine rausgerollt. Passt aber auch. Also das Ergebnis haut hin. Wir haben jetzt da oben, sieht man die Samen schon. Das muss man jetzt natürlich noch mehr säubern. Mhm. Das taugt einem, das Gitter. Das mag er, der Wiesenknopf. Ich weiß nicht, ob man es hört. Da raschelt es schön durch. Ja. Also da müsst ihr einfach ein bisschen probieren und mit der Zeit kriegt man es raus. Und bis nächstes Jahr vergisst man es wieder. Fangt man wieder von vorne an. Der Wiesenknopf ist schon ein bisschen nicht ganz so einfach, aber manche sind so richtig einfach. Es ist halt jede Pflanze total verschieden. Da habe ich zum Beispiel die Wieseniris oder sibirische Iris. Wunderschöne Pflanzen. Ich finde auch, dass die Samenstände so wirklich wunderschön sind, so apart. Die könnte man in einer Vase geben. Ich lasse sie immer stehen, die bleiben bis nächstes Jahr stehen, sahen sie dann auch selber eigentlich ganz brav aus. Und man kann natürlich auch hergehen und schauen, aha, da werden sie braun. Und zum Teil rascheln sie dann schon drin und dann weiß man, ja, da kriegt man schon den Samen raus. Die sind natürlich viel einfacher. Den brich ich noch an und lasse raus aus der Kapsel. Oder brich die Kapsel auf, wenn sie nicht raus wollen. Relativ einfach zum Ernten gehen die Sterndolden, große Sterndolde, wunderbare heimische Pflanze. Ein Haufen verschiedene Wildbienen drauf.
wenn es der Sterndolde setzt, dann hat man so richtig einen Beobachtungs-Hotspot für Schwebfliegen. Die Schwebfliegen, die mögen die extrem gern. Auch Käfer finden sie da ein und zum Teil wirklich seltene, ganz kleine Wildbienen. Also eine super Wildpflanzen, geht leicht zum Ernten. Man braucht diese Blütendolden eigentlich nur so ein bisschen wieder zusammendrucken, dann hört man es eh schon, dann fallen eh schon die Samen raus. Und man darf es echt nicht übersehen, weil wenn es zu lang oben sind oder so richtig gelb werden, dann sind sie schon leer. Dann ist der Samen schon am Boden unten. Also was wirklich einfach geht, ich sage immer, das geht im Vorbeigehen. Der heilt ist, brauchst du auch nur so ein bisschen zubeklopfen, der geht sehr einfach. Die Skabiosen gehen wirklich einfach. Knauzien ist man meistens schon zu spät, wenn man es ernten will. Die fallen sehr schnell ab und gehen dann ganz leicht zum Obergeben. Seifenkraut geht super einfach. Kannst nur so aus den Kapseln rausladen, wie zum Beispiel aber ganz viele Nelken. Bei der Kartäusernelke, die geht auch ganz einfach. Nelken sind richtig erfreut, weil man den Samen schön ausschütteln kann. So in etwa wie bei der Akelei, könnte man sagen. Die Vexiernelke, die Kronenlichtnelke, die gehen auch ganz einfach. Also viele gehen wirklich sehr, sehr einfach. Und manche sind jetzt so ein bisschen komplizierter, weil man nicht genau weiß, was ist jetzt da der Same und was ist irgendwie nur das umgebende Material. Aber man kommt drauf. Die wichtigsten Sachen, wenn ihr heimische Wildpflanzen anseht, sind, ihr müsst euch vorher informieren, ob es bei dem Samen sich um einen Licht- oder um einen Dunkelkeimer handelt. Das ist ein bisschen ein komischer Ausdruck, ist aber total eigentlich selbsterklärend. Wenn es ein Lichtkeimer ist, dann darf ich den Samen nicht abdecken mit einem Substrat oder mit einer Erde. Oder wenn ich ihn auch draußen aussehe, darf ich nicht noch und noch mehr Erden drüber geben. Es gibt aber auch Dunkelkeimer und die Dunkelkeimer, die wollen es gern dunkel. Das heißt, da geben wir so einen halben Zentimeter mindestens oder einen Zentimeter Erden drüber. Das wäre das Erste, was sehr wichtig ist. Der Aussaatzeitpunkt ist weniger wichtig, wie man glauben würde, weil unsere allermeisten heimischen Wildpflanzen, zumindest die, die aus Kräuter oder aus Stauden wachsen, die lassen sich eh ganz gern Zeit und die keimen auch nicht so regelmäßig und die liegen ganz gern über den Winter drüber. Aber es gibt welche, apropos Winter, die nennen sich Kaltkeimer. Früher hat man manchmal auch Frostkeimer dazu gesagt. Da braucht der Same im Großen und Ganzen einfach erklärt eine kalte Periode, damit er überhaupt in Stimmung kommt, damit er sich entschließt, aha, es war jetzt gerade Winter, es war kalt, jetzt mag ich keimen, weil jetzt kommt das Frühling. Deshalb könnt ihr das meiste auch jetzt ansehen oder erst später im Herbst, kurz vorm Winter und dann lasst man das einfach in diesen Kisteln draußen stehen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die keimen nur, wenn es warm ist, die brauche ich natürlich nicht der Winterskälte aussetzen. Jetzt machen wir so, jetzt werden wir in einem Saatkistchen sind wir zwei verschiedene Sachen an. Ist zwar nicht ideal, weil ich mache auf einer Seite mache ich einen Dunkelkeimer und auf der anderen den Lichtkeimer. Aus Dunkelkeimer nehme ich mir den großen Wiesenknopf, den werden wir da jetzt gleich aussahen. Ungefähr Hälfte, habe ich mir gedacht, da mal markieren. Und dann werden wir mal da die Samen ausbringen. Da braucht es eigentlich nicht recht sparen, weil oft keimen die eh nicht super toll. Also lieber ein bisschen zu viel hingeben. So. Und dann, wichtig ist euch, den Samen gut anzudrucken, dass er einen sogenannten Erdschluss kriegt, also dass der Samen schön fest verbunden ist mit dem Untermaterial. So, nachdem das ein Dunkelkeimer ist, würde er uns so nicht keimen. Jetzt geben wir da eine zweite Schicht noch drüber von einer Erde. Die geben wir einfach da oben drüber. So, jetzt drucken wir es noch einmal an. Ihr kennt das übrigens auch, ein super Trick, so abdecken, aber das ist nur nett, wenn man ein ganzes Kistel macht. Nehmt ihr anders so ein Saatkistel, weil die sind unten nämlich, haben die so ein Gitter und dann könnt ihr da eine Erde reingeben und dann könnt ihr das drauf sieben. Das geht auch wirklich schön, aber man kann es einfach auch händisch aufgeben, dauert halt länger. So, und jetzt kommt die andere Hälfte, die Lichtkeimer. Dann nehmen wir das Seifenkraut. Da ist es ganz gut, wenn du vorher das Beet so ein bisschen grad richtest. Dann strahlen wir die. Schauen wir mal, wie wir das zusammenbringen.
So, jetzt drücken wir es wieder fest an. Und wenn sie sich sehr schön eindruckt in die Erden, dann braucht es eigentlich nichts mehr da. Wenn es doch noch so ein bisschen oben drauf liegt, weil vielleicht die Erden auch relativ trocken ist, dann könnt ihr schon hauchdünn was drauf sieben. Da ist der Sound oft nicht schlecht. Das ist wirklich nur so gerade ein Hauch. Ein Millimeter ist schon oft zu viel, also maximal. Das könnte man einmal drüber sieben. Und das war es eigentlich. So ist das Kistel fertig. Und dann könnt ihr es irgendwo draußen hinstellen, wo ein Regen hinfällt, wo es nicht zu heiß ist. Und je nachdem, wie die Pflanzen programmiert sind, keimen manche vielleicht heuer noch, weil es ist noch relativ früh. Andere lassen sich dann mehr Zeit und keimen dann erst nächstes Jahr. Ich habe euch ja versprochen, wir werden uns noch anschauen, welches Raubtier bei mir im Garten sein Unwesen treibt. Aber vorher schauen wir zum Relaxen noch ein paar Kosis Deko-Tipps. Die macht sicher auch ein bisschen was wild. Unsere Kosi zaubert heute aus Naturmaterialien ein wunderschönes Birkenwindlicht. Dafür braucht sie kleine Holzstämme und Birkenäste. Ja, und zugegeben, ein bisschen Kraft. Die Birkenäste werden rund um den Stamm befestigt. Mit einer Nagelpistole oder auch mit einem Heißkleber, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Et voilà, der anstrengende Part ist erledigt. Und nun noch ein paar heimische Blumen aus dem Garten pflücken. Einen Strauß voller wunderbarer Pflanzen und Früchte bindet Kosi jetzt mit Spagat um die Windlichter. Das Ganze noch mit einem schicken Seil umwickeln. Eine Kerze hineinstellen und fertig ist das Birkenwindlicht. Und jetzt geht's zurück zu Markus und seinen Raubtieren. Ich tue meinen lieben Beutegreifern natürlich sehr unrecht, wenn ich zu ihnen Raubtiere sage. Es sind die wunderbaren und lieben Hornissen. Ich sage das jetzt bewusst so, weil unsere Hornissen, erstens sind es geschützte Insekten und sie sind ökologisch extrem wichtige Insekten. Und ich finde, sie leiden hauptsächlich unter Vorurteilen. Nämlich, dass sie unglaublich gefährlich sind. Es gibt da so Sprüche wie 7 Hornissen töten ein Pferd. Ich glaube, 3 an Menschen oder irgendwie so. Geht völlig an der Realität vorbei. Also wirklich völlig. Ist ein Unsinn, kann man echt so sagen. Gefährlich ist es immer für Leute, die allergisch sind. Aber da ist auch eine Biene oder eine Wespen gefährlich. Aber das Schöne ist bei den Hornissen, deshalb habe ich einfach wirklich gern im Garten. Heuer hat es eh lang gebraucht, weil das früher war so nass. Und da leiden die Hornissen. Die sind relativ empfindlich bei der Nest- oder bei der Staatengründung, wenn es zu feucht ist. Und jetzt hat es eigentlich erst im Sommer dann geklappt. Und sie haben sich halt wieder einmal typisch genau da eingenistet, wo wir rausgehen auf unserem Balkon. Ich habe dann überlegt, was soll ich machen? Soll ich ein Brett vielleicht montieren? Ich habe es einfach gelassen, weil sie stören mich dort überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich kann es super beobachten. Und ich freue mich deshalb, wenn die Hornissen bei uns im Garten immer sind. Erstens, weil sie eben lustig sind zum Zuschauen. Sie sind nette Betrachtungstiere und sie halten uns die Wespen ein bisschen vom Leib. Weil ihr kennt das ja alle, wenn man am Nachmittag gemütlich zu einem Kaffee draußen sitzt und dann vielleicht noch einen Kuchen dazu isst, wer kommt immer oder sehr gern?
die Wespen. Und die Hornissen dezimieren die Wespen relativ stark, weil die brauchen unglaubliche Mengen an Nahrung für die Hornissenbabys. Und die gehen eben auf die Jagd, auf Fliegen, auf Wespen, sicher auch hin und wieder mal eine Honigbiene, aber ohne, dass man denen jetzt schadet. Und das wird dann verfüttert. Teilweise fressen sie selber. Sie lecken auch sehr gern an so Baumsäften und solchen Sachen. Aber wir werden es nie störend beim Kaffeetisch haben. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe meine Mission ein bisschen erreicht und es fürchtet euch nicht mehr vor die Hornissen, sondern vielleicht mit der Zeit schließt es in euer Herz und traut euch einmal drüber über das Ansehen von unseren heimischen Wildpflanzen. Es ist nichts dabei. Es ist, ja, es ist ein schönes Hobby. Man kann einmal vielleicht ein paar Pflanzen verschenken oder irgendwo selber im Garten aussetzen. Und wer voll motiviert ist, kann ja selber was probieren einmal und der Kosi nachbasteln aus Birken. Also danke, dass ihr dabei wart. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.